Jetzt an meiner Seite vom Anaconda-Team Stefan Lares. Stefan, ein Kampf kampflos gewonnen sozusagen, beim zweiten über die Punkte. Wie war es für dich heute sonst? Hast du gesagt, pass auf, das passt auf jeden Fall heute hier? Naja, also wenn man nur einen Kampf gemacht hat, denkt man sich, hätte mehr Arbeit sein können. So. Also ist schade dafür zu fahren, aber ja, kampflos gewonnen ist auf jeden Fall für die Teamwertung gut. Zählt als Submission-Sieg, insofern damit ja more or less zufrieden. Mit dem zweiten, wo ich durch Punkte gewonnen habe, da hätte ich gerne mehr gesehen. So. Ich hatte ein paar Mal das Bein für einen Beinhebel, aber ja, wenn man es nicht durchkriegt, bei 5 Minuten ist auch immer so die Sache, beiße ich mich an der Submission fest, probiere ich nochmal was Neues so und ja, hat letztendlich nicht zur Submission gereicht. Stimmt, er hat versucht dagegen anzuhalten, du hast trotzdem versucht dich reinzuziehen, aber es hat natürlich nicht funktioniert im Endeffekt dann. Die Teamleistung 1:1, eine Partie gewonnen, eine verloren, wie du schon erwähnt hast eben. Seid ihr zufrieden? Hast du mit dem Team schon gesprochen? Ja, also auf jeden Fall zufrieden, zumal wir auch ein paar Leute recht spontan dazugeholt haben, weil wir Ausfälle hatten. Erste Bewegung auch super gelaufen, nur einen Kampf durch Submission verloren, alle anderen durch Submission gewonnen. Bei der zweiten Begegnung waren ein paar Ergebnisse, die ich was schade fand. Also da waren ein paar, die hätte ich auch gerne bei uns gesehen, aber insgesamt sehr zufrieden. Schade nochmal auch gute Besserung an Ingo, der hat sich bei der Begegnung gegen uns verletzt, Ingo Schneider von den Wombats. Das ist natürlich ein Sieg, den man nicht so gerne hat, aber ja, wenigstens ein paar Punkte. Ihr wart ja heute auch nicht ganz in Bestbesetzung, da fehlt ja noch einige, sprich auch die Schwergewicht. Ja. Wie kam es, dass er heute nicht konnte? Ja, also beim Schwergewicht fehlt natürlich vor allem der Jonas, der hat ja am 25. Mai seinen Kampf bei Bellator und ja, es sei gerade zur Vorbereitung zum Sparring in Liverpool. Natürlich ein bisschen schade, wir hoffen dann, dass er am zweiten Kampftag auf jeden Fall dabei ist. Und wir hatten auch eine Klasse heute gar nicht besetzt, die 75 Kilo. Das wäre der Max gewesen, der ja leider auch heute nicht konnte. Wir hoffen dann beim nächsten Mal in voller Besetzung da zu sein und dann das Feld mal richtig aufzuräumen. Das Feld richtig aufräumen, Stichwort MMA. Da bist du ja auch sehr aktiv. Kann man da irgendwas schon vermelden? Bist du halt überschrieben irgendwie oder wie läuft es da gerade? Also fest geplant ist noch nichts. Ich hatte jetzt ja natürlich Respekt immer im Blick, wobei ich da eigentlich dachte, dass der nächste DGL-Kampftag aufs nächste Respekt fallen würde. Wobei die DGL dann glaube ich nochmal verschoben wird. Insofern, wenn sich da was anbietet, bin ich dafür auch immer zu haben. Aber es kann halt noch nichts sagen, ist noch nichts geplant. Sicherlich schauen sehr viele heute zu, sehr viele Veranstalter, auch wenn das dementsprechend auch auf umsetzen. Das letzte Wort gehört auf jeden Fall dir. Ja, ich danke auf jeden Fall erstmal dem Team. Also wir hatten auch noch ein paar Unterstützung und ein bisschen Unterstützung aus Mönchengladbach von Michael Schmitz und ja, den Leuten von uns und ja, euch für das Interview, den Veranstalter, allen, die das möglich machen. Vielen Dank nochmal, Stefan. Danke. Danke dir.